Hallo und ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield 3 Online. Heute auf der Map Dammerwandgipfel im Modus Eroberung. Und was ich jetzt Klasse nehmen soll, es steht einfach nur da Versorger. Und deswegen nehme ich jetzt auch einfach mal den Versorger und spiele mit meiner Lieblingsklasse. Das wäre momentan die MG36 mit einem Rotpunktvisier, einem Griff und ja, was habe ich da sonst noch? Ich weiß gar nicht, was ich da sonst noch so drauf habe. Und wir nehmen aber jetzt erstmal leicht Flock hier A ein. Und nachdem wir das gemacht haben, können wir ja weitergehen. Also die Runde hat anscheinend erst gerade angefangen. Das macht sich ja nicht schlecht. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu B. Und da wird uns wahrscheinlich auch jetzt gleich wieder ein feindlicher Panzer oder irgendwie sowas in der Richtung entgegenkommen. Man kennt es ja immer. Auf der Map ist das ja nichts Neues. Mache ich mal hier ein bisschen den Gang hier. Ah, die lassen uns einfach B, oder? Wie sehe ich das jetzt hier? Ja, danke schön. Danke an die Feinde, dass sie überhaupt nichts unternehmen und uns überhaupt nicht davon abhalten, irgendwas zu machen. Oh, heiliger Bimbam. Ja, warum kann ich denn gerade keine Granate werfen? Wenn mir das jemand sagen könnte, dann wäre ich aber glücklich hier. So. Einfach mal reingesprüht und schon zwei Kills gemacht. Ja, warum kann ich denn jetzt hier keine Granate ziehen? Oh, verdammt. Habe ich C4? Ja. Oh, heldenmutig wage ich mich an den Panzer. Und jage ihn hoch. Hopp. Boom. Schakalaka. Gut. Mich hat es zwar jetzt mitgenommen, aber ich sag ja immer, lieber ist ein Panzer down und man stirbt dabei, wie wenn der Panzer nicht down ist, ja. Denn man hat eben wirklich als Versorger mit C4 und vor allem als Pionier die Aufgabe, die Fahrzeuge zu zerstören, weil er sonst keine andere Klasse machen kann. Und dann stirbt man lieber mal, aber das Fahrzeug ist down. Denn so ein Panzer kann, wenn es ein guter Panzerfahrer ist, ein ganzes Spiel entscheiden. Es ist wirklich so. Und wir haben jetzt alle drei Flaggen. Das ist ja super. Und welches kleine Kind brüllt denn hier immer so um, ja? Also, privat. Ich das hasse irgendwie, dann sollen die Leute eben ihr Headset ausmachen. Quaken da rein hier. Und niemand redet mit denen im Squad, ne? Dann könnt ihr es ja gleich lassen und einfach mal die Klappe halten, ne? Und ich kann keine Granate werfen und ich habe keine Ahnung, warum nicht. Warum kann ich denn hier keine Granate werfen, Party People? Ja, weil was machst denn du hier eigentlich? Bam, C4 an Arsch. Und jetzt muss er aussteigen. Er hat gar keine andere Wahl mehr. Ja, ist er jetzt down oder ist er einfach nur abgehauen? Ich vermute mal. Ich vermute, dass er down ist. Natürlich weiß ich es nicht. Aber ich vermute es einfach mal. Und ja, wir haben alle drei Flaggen. Das heißt, wir können... Nee, was wird denn jetzt hier eingenommen? Irgendwas blinkt doch hier gerade. Anscheinend mal wieder ein Fehler. Oft blinkt nämlich die Anzeige, obwohl gar nichts passiert. Nee, doch. Die Anzeige war vollkommen richtig. Es wurde nur nicht jetzt hier auf der Map angezeigt. Okay. Dann hurtig zu A gehen. Und mal wieder A zurückerobern, so wie sich das auch gehört. Und trotzdem weiß ich noch nicht, warum hier... Warum ich keine Granate werfen kann. Jetzt. Okay. Jetzt auf einmal klappt, jetzt kann ich eine Granate werfen. Vorhin habe ich dauernd L2 gedrückt. Es hat nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Komisch. Das ist sehr komisch. Aber was soll's. Okay. Jungs, wer macht sich noch mit mir auf den Weg zur A? Ja, anscheinend nicht gerade viel. Wo steckst du? Feind, da ist er glaube ich rein. Oder, doch, da kommt er mir entgegen. Hallöchen, zeig dich. Da ist er schüchtern. Und möchte ich gar nicht zeigen. Dann laufe ich jetzt andersrum. Kein Bock, dass der mich dann nachher abknallt, weil er hat eben da eine Deckung. Er ist ja da an der Mauer dran. Ich habe keine Deckung. Es ist bei mir komplett offenes Feld, also da muss man sich da nicht wundern, wenn man nachher tot da liegt, wenn man sich bei diesem Fight einlässt. Scheiße, scheiße, scheiße. Hilfe.
Ja, genial. Irgendwie, man hat nichts gesehen, nur Draht und Müll, ja. Hammer. Okay, was machen wir denn dann? Spawnen wir am besten, ist irgendwie ein Squad-Member da? Ja, oh, unglaublich. Ein Squad-Mitglied ist hier. Und zwar bei der anderen Flagge, denn C wurde gerade, sollte erobert werden. Okay, ganz ruhig. Jetzt hat er extra einen noch getötet hier. Oh, 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 oh. Jetzt geht's aber rund. Raketenwerfer, es ist einfach nur Hammer. Leute, guckt ihn euch an, wie er da campt mit seinem Raketenwerfer und nur drauf wartet, bis einer vorbeiläuft. Zack, da kommt die nächste Rakete einfach raus. Ich hasse es so, diese Leute. Es tut mir leid, aber da könnte ich einfach nur spucken. Könnte ich da, ja. Ich könnte mich erbrechen, ja. Schied er recht. Kakadu 92. Oh, verdammt. Ja, Leute, das ist aber jetzt hier. Okay. Also irgendwie läuft das heute nicht so wie sollte vom Aiming her. Ich kann da nur froh sein, dass die Gegner etwas sehr schlecht sind. Ansonsten wäre hier nämlich gar nichts los. So. Da ist noch ein Panzer. Schnell ran hier. Komm, 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 komm. Bada boom, bada bam. Nochmal ein C4-Päckchen. Und jetzt soll es reichen. Genau. Jetzt können wir schön gemütlich C einnehmen. Bei mir klingelt gerade das Telefon. Aber ich werde hier einfach den Game Sound zu laut machen, dass man das gar nicht hört. Ende aus, basta. Okay, C wird eingenommen. Wunderbar. Da haben wir's. Da haben wir C. Die Feinde sollen sich jetzt nur nochmal hertrauen. Ja, wo denn? Wo ist hier eine Granate? Da hockt. Och, da ist er. Da ist das Sniper. Bringt ihm nichts. Sniper ist weg. Okay. Das nächste potenzielle Opfer ist gesichtet. Badabu, badabam. ich muss sagen, es ist gerade. Ich weiß nicht, ist der Server hier voll? Oder sind hier wirklich nur gerade, ich sag mal, schlechte Spieler drauf? Ich kann es euch ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Also, ja, Hammer. Das war ein fetter No-Scope von ihm. Ich weiß nicht, doch, der Server ist voll, aber ja gut, Leute, ganz ehrlich, guckt euch die Level an. Das tut mir eigentlich schon im Herzen weh, wenn ich die dann wirklich hier, ich nenne es mal, ja gut, so abschlachte. Kann man das so sagen? Es ist ja schon nahe dran. Leute, da muss irgendwo einer sein, ne? Also schön die Augen offen halten. Und ich komme da jetzt am besten von hinten und versuche gleich noch A einzunehmen. Warte mal, was machst du denn hier? Okay. Da ist zwar jetzt noch der Hubschrauber hier in der Luft. Stört mich aber nicht. Ja, ich habe gern vor allem die Hubschrauber in meiner Nähe. Da fühle ich mich dann immer so kuschelig, warm und sicher. Oh, 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 oh. Ja, da geht er down. Och, Sniper. Halt die Backen. Gut so. Da hast du noch ein bisschen Muni. Ne, kann man ja nie genug haben. Okay. The objective has been taken. Wunderbar. Jetzt haben wir also auch das erledigt. Ach, wo ist er denn? Wo steckst du? Du hast gerade meinen Teamkollegen einfach so rücksichtslos umgebracht. Ne, ich sehe den nimmer. Aber jetzt gibt's was ganz Raffiniertes. Wir steigen jetzt einfach in den Hubschrauber ein. So, da sind wir drin. Ich denke, zum Abschluss kann man ruhig noch hier ein bisschen Hubschrauber fliegen. Das wollen ja eh mal eigentlich relativ viele sehen, so Chat- oder Hubschrauber-Sachen. Und dann kann man das auch mal zeigen, ne? Geht ja. Okay, da sind wir jetzt bei C. Wo sind sie? Wo sind Feinde? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht gleich rausgeschniepert werde. Das wäre nämlich dann ungut. Da ist ja schon der Erste, ne?
Oh, das ist. Oh, verdammt. Ich steig aus. Ne? Jetzt, was bringt dir dein Raketenwerfer? Gar nichts. Ah, jetzt ist vielleicht mein Hubschrauber down, aber ich bin jetzt oder so bei C. Da wollte ich eigentlich eh hin, denn die Flagge gehört ja den Feinden. Müssen wir einnehmen. So, dann tick mal. Es wäre geil, wenn es schneller tickt. Es wäre geil, wenn noch mehr Leute hier bei mir spawnen würden, damit wir die Flagge noch schneller eingenommen hätten. Ach, jetzt haben die Feinde auch noch B eingenommen. Das ist aber ungut. Oh, da snipert's. Oh, da ist er. Irgendwo da. Heilen, zack. Ja, Mann, da wollte ich mich gerade ducken und zack, bin ich weg. Ach, der liegt auf der Brücke. Auf der Brücke liegt er. Ach, Leute. Immer dieses Rumgeliege da. Gut. Wird er halt platt gemacht, wie die Leute es wollen. Komm, wo liegt er? Da liegt er. Mit seiner SVD. Ja, jetzt was bringt er deine Sniper SVD? Dein Gekämpe bringt ja eben gar nichts, ne? Down ist er trotzdem. Gerade bei Campern muss man, also da darf man keine Rücksicht vor haben. Einfach drauf da. Und ab zu B. Jetzt nehmen wir noch B ein, dann haben wir ja wieder alle Flaggen. Gut, wobei die anderen beiden Flaggen blinken auch gerade. Also jetzt wollen es die Feinde zum Schluss nochmal richtig wissen und versuchen jetzt nochmal wirklich alles hier rauszuholen. Sie mobilisieren also ihre kompletten Kräfte. Ich glaube aber kaum, dass ihnen das was bringen wird, ja. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Ich bewundere sie zwar dafür, dass sie jetzt sich wirklich nochmal zusammenreißen und versuchen, die Flaggen einzunehmen. Aber ich glaube kaum, dass es was bringt. Ui, 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 ui. Jetzt wollen wir das aber wirklich hier. Und der noch. Okay. Mal kurz aufgeräumt hier. Ah, nee, das tut mir jetzt wirklich leid für die, dass es so dermaßen, ich sag mal, enden muss. Aber was sein muss, muss sein. Ich meine, ich spiele ja auch nur ganz normal. Ich möchte auch nur spielen. Ich will doch nur spielen. Ja, gut. Alles eingenommen. Da muss jetzt doch ein Feind sein. Der hat mich gleich noch mitgenommen. Ich meine, wer stellt sich auch irgendwie mit 10% Leben? Wer traut sich da noch zu einem Feind? Genau, der Halki, der Macht hat. So, und ja, da ist die Runde eigentlich auch schon gelaufen, oder? Wie viel steht's denn? 167 zu 34. Wir spawnen nochmal bei dem. Ja, bei dem. Ja, einfach im Tunnel. Wobei das nicht so eine gute Idee war, jetzt im Tunnel zu spawnen, bei der B-Flagge. Ja. Ich wusste zwar nicht, dass da Feinde sind, aber das ist immer schön, wenn man spawnt und gleich mal richtig schön abgeschossen wird. Schön hinten rein. Das ist ein tolles Gefühl. So, jetzt will ich mich hier mal ganz langsam an die Feinde ranschleichen. So. Gut. Jetzt habe ich teilweise da drin aufgeräumt. Da sind jetzt zwar noch zwei Stück drin, aber wie schon gesagt, sie sind an keiner Flagge dran. Wenigstens kann man sie dann von der Flagge abhalten. Und sagen sie dann auch nichts mehr groß erobern, passt das, ja. Auch wenn sie jetzt doch noch irgendwie hier C eingenommen haben und gerade bei B sind. Respekt, Leute. Ich muss sagen, jetzt zum Schluss hin wollen sie nochmal richtig hier alles. Wollen sie nochmal ihre Skilligkeit unter Beweis stellen. Jetzt geil. Geiler Headshot. Kann man nicht mal was gegen sagen. Im Laufen hat er mir einen schönen Header gegeben. Und jetzt sind sie da alle. Guckt sie euch an. Sie haben jetzt eine Wand gebildet. Gut so. Hätten sie von Anfang an so gespielt, dann hätten sie wirklich uns den Hintern versohlt. Muss ich ganz ehrlich so sagen, weil wenn sie so immer gespielt hätten, die spielen gerade wirklich einwandfrei, kann man gar nichts gegen sagen. Aber leider erst jetzt. Und meistens ist es dann eben schon zu spät. Da kommt nochmal einer, da kommt nochmal einer. Ach Mann. Okay. Ja, ihr seht, es lässt natürlich dann zum Ende der Runde hin nach.
Also ich sag jetzt mal auch das Spielvermögen. Und ja, man merkt einfach, dass die Feinde da gerade die Überhand haben. Aber dann wird es eben auch noch mal ein bisschen spannend, ne? Muss ja auch sein. So, komm. Okay, niemand mehr da. Zumindest niemand da drin. Da beim Reifen ist noch einer. Komm. Fall halt schon zusammen. What? Ach, wo ist denn hier der Scheißpanzer? Ja, geil. Da dreht er jetzt schön seine Runden drin. Klasse. Ja, 119 Tickets zu 4. Ich würde sagen, die Runde ist vorbei. Aber nochmal Gratulation an das Gegnerteam. Das hat zum Schluss wirklich nochmal alles gegeben. Ich finde, dafür sollte das Gegnerteam einen Daumen nach oben bekommen. Wenn das möglich wäre, hätte ich sogar gemacht. Zum Schluss hin haben sie sich wirklich nochmal schön zusammengerissen. Und damit endet auch diese Runde. Wir haben gewonnen. Und das war jetzt einfach meine Runde mit dem Versorger, mit meiner Lieblingswaffe, mit meiner momentanen MG36. Gehört so bei den Leichtmaschinengewehren zu meiner Lieblingswaffe. Dann gibt es natürlich auch noch die RPK und die, wie heißt sie, M43 oder sowas. Ja, spiele ich auch noch gern. Aber momentan ist es die MG36. Und da kriegen wir jetzt auch haufenweise Abzeichen. Das ist dann immer schön. Oh, Leute, guckt euch die Punkte an. Da fliegen sie auf unser Konto. Hört es auch nochmal auf heute. Ja. Okay, jetzt soll es dann mit dem MVP-Ribbon zu Ende sein. Und ja, damit endet diese Runde und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.